Wow. Das ist eine komplette Tauchausrüstung. Das ist die Ausrüstung, die dein Stiefvater und Ben für das Archäologenteam, das nächste Woche kommt, bereitgelegt haben. Ist das der Eingang in die Stadt? Leute, mein Dad bringt uns um, wenn er uns hier findet. Entspann dich, ich habe mit Ben geredet. Dein Dad ist auf der anderen Seite und zeichnet den neuen Tunnel auf. Sie werden nie erfahren, dass wir hier gewesen sind. Sieht irgendwie nicht wie eine Stadt aus. Es ist eine Maya-Stadt. Sie wurde unterirdisch gebaut aus ihren Grabstätten. So haben sie sich vor den Konquistadoren versteckt. Der steigende Meeresspiegel hat das meiste unter Wasser gesetzt. Danke, Professor. Wir haben alles da. Aber wir haben keine Flossen, also... Komm schon, nur in die erste Höhle. Wir schwimmen ja nicht durch die ganze Stadt. Leute, Höhlentauchen ist gefährlich. Höhlentauchen ist gefährlich. Nein, Mia hat recht, Nicole. Wir sollten uns das nochmal überlegen. Echt jetzt? Wir sind extra hergekommen und sehen nicht mal den Tempel? Wirklich? Es ist anders als alles, was ihr je zuvor gesehen habt. Wir sollten einfach reingehen, eine Runde in der ersten Höhle drehen und dann wieder raus. Ja, kommt schon. Wann warst du das letzte Mal tauchen? Vor Jahren. Früher war ich oft mit Dad, aber ich war noch nie in Höhlen bisher. Es ist doch wie Fahrradfahren, oder? Mia. Komm schon. Ja, sie ist dabei. Mia! Komm schon, das wird gut. Mia! Du bist Mia. Schon da. Los geht's, los mit uns. Hey, das wird Spaß machen, okay? Denk immer daran, kleine Bewegungen zu machen. Das Letzte, was du da unten tun willst, ist Schlamm aufzuwühlen. Dann siehst du die Hand nicht mehr vor Augen. Okay. Seid ihr fertig? Mhm. Ich schwimme voraus. Bleibt immer hinter mir. Wir tauchen in die erste Höhle und dann wieder zurück. Oh, ja, Frau Lehrerin. Nicole, ich meine es ernst. Entweder du tust, was ich sage, oder... Oder wir lassen es. Hey, fast hätte ich vergessen, euch zu zeigen, was ich heute Morgen gefunden habe. Sehen Sie die weißen Haie in ihrer natürlichen Umgebung? Das ist toll. Das ist für Touristen. Willst du den ganzen Tag auf einem Boot verbringen? Ich zeige euch einen Ort, den kein Tourist jemals zu sehen kriegen wird. Sag mal, wie hast du diesen Ort überhaupt gefunden? Los gehen wir rein! Los geht's! Schaltet eure Lampen an! Sascha, du hast deinen Arsch da fast nicht durchbekommen. Wenigstens habe ich einen Arsch. Der Eingang ist unten am Ende der Treppe. Seid ihr bereit, Leute? Wow! Dieser Ort ist verrückt. Was ist das? Das ist ein Notsignal. Habt ihr das gesehen? Da ist was! Komm schon! Hilfe! Hilfe! Ich runter! Leute, da ist ein Hai! Was machen wir jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen wieder runter. Wir müssen zurück. Das ist das reinste Labyrinth. Wir werden hier unten sterben.